Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos mit Exceptions beschäftigt und fangen jetzt ein komplett neues Thema an, wie man hier auf dem Bild direkt sehen kann, nämlich Collections und Generics. Und wir sehen uns hier nochmal diese drei Punkte an, warum eigentlich der Einsatz von Arrays in der objektorientierten Programmierung nicht mehr zeitgemäß ist. Und das ist eben einmal die statische Größe. Das heißt, einmal initiierte Arrays halten eben immer eine feste Anzahl von Stellen und können dann nicht mehr verändert werden. Es ist aber blöd, wenn ich mir ein Array von 128 Kontakten erstelle, aber plötzlich mein Kunde den 129. hinzufügt. Dann habe ich keinen Platz mehr für diesen neuen Kontakt. C-Sharp Arrays wissen eben im Vergleich zu Arrays in C schon mal, wie viele Stellen eigentlich in ihnen enthalten sind. Das musste man ja in C auch noch zusätzlich beispielsweise in einer Variablen mitführen. Allerdings kann man eben auch in Arrays nicht ohne weiteres, ohne dass wir über diese komplette Sache drüber iterieren, herausfinden, welche Stellen sind denn eigentlich von diesen 15 beispielsweise belegt und welche nicht. Es kann ja sein, dass 1 bis 3 belegt sind, dann ist die 4 frei, dann geht es erst weiter mit der 5. Das kann ja durchaus sein. Okay, und das nächste Problem, das hängt auch irgendwie mit da zusammen, weil wenn eben ein Element an einer bestimmten Stelle aus dem Array entfernt wird, dann bleibt, wie gesagt, eben diese Stelle einfach leer, ohne dass die nachfolgenden Elemente nachrutschen würden. Üblicherweise ist aber genau das erwünscht, wenn wir quasi mehrere Objekte eines Typs verwalten wollen, dann möchten wir eben, sobald ein Objekt entfernt wird, enthält die Collection eben nur noch die üblichen Elemente, die davor auch schon enthalten sind, ohne das entfernte Element und auch ohne diese Leerstellen mitten im Array. Genau, und Collections, was man auf Deutsch ungefähr mit Ansammlungen oder Kollektionen übersetzen kann, die lösen eben genau diese Probleme. Und List of T ist eben die Collection, die man am häufigsten einsetzt, und die schauen wir uns in diesem Video etwas näher an. Dazu gehen wir in unsere Programmklasse und nehmen das hier weg. Und erstellen hier jetzt mal eine List of Int beispielsweise. Das hier ist eben jetzt sind meine Zahlen, könnte ich diese Collection nennen. Und List of T ist ebenfalls eine Klasse. Das heißt, wir instanzieren sie ganz einfach über den New-Operator und haben hier jetzt eben ein neues Objekt. So, und im Gegensatz zu der Indexer-Schreibweise, mit dem man eben die Stellen beim Array befüllt, gibt es eine Methode add auf List of T, mit der man eben Sachen einfügen kann. Also, ich mache hier beispielsweise die 47, 22, die 5 und die 37 beispielsweise rein. Und nach diesen vier Add-Aufrufen stehen eben diese vier übergebenen Zahlen in der Collection logischerweise einfach hintereinander. Das können wir uns auch mal anschauen, indem wir einfach hier, na jetzt habe ich es nicht so gut gemacht, wenn ich hier meine Zahlen angebe, also ich kann sozusagen genauso wie bei einem Array eine For-Each-Schleife beispielsweise einsetzen, um eben auf eine Liste oder durch eine Liste durch zu iterieren. Und hier könnten wir eben jetzt mal diese Zahlen einzeln ausgeben. Und wenn wir bis zu dieser Stelle eben laufen, oder bis zu der hier unten besser gesagt, dann sehen wir eben, dass genau wie wir diese Zahlen eben zur Collection, zur Liste hinzugefügt haben, sind sie auch wieder ausgegeben worden. Das heißt, add fügt einfach hinten an eine Liste den jeweils übergebenen Wert einfach an. Das ist aber nicht das Einzige. Wir können auch die Methode insert aufrufen.
Und da können wir jetzt einen Index angeben. Beispielsweise möchte ich jetzt zwischen 47 und 22 die 5 nochmals einfügen. Das heißt, wir geben hier beim ersten Parameter dieser Methode an, an welcher Stelle wir denn diese 5 einfügen wollen. Und dann wird eben automatisch dieser Wert hier eingefügt und das heißt natürlich auch, dass 22, 5 und 37 jeweils um eine Stelle nach hinten geschoben werden. Das heißt, wir können jetzt auch mal eine Vorschleife beispielsweise einsetzen. Und wir sehen hier auch, dass wir eben den ganz normalen von Arrays gewohnten Indexer-Syntax einsetzen können, um eben auf einzelne Elemente der Liste zuzugreifen, wie wir hier sehen. Ja, ich habe jetzt eben statt einer For-Each-Schleife eine For-Schleife verwendet. Und genauso wie bei Arrays kann ich einfach mit den eckigen Klammern und dem I auf die entsprechende Stelle der Liste zugreifen und über die Eigenschaft Count kann ich auslesen, wie viele Elemente gerade in meiner Collection sind. Also beim Aufruf dieser For-Each-Schleife war der Count eben noch 4. Und jetzt, wenn ich hier den Insert gemacht habe, ist eben der Count 5, weil mit diesem Aufruf eben das fünfte Element zur Collection hinzugekommen ist. Collections sind übrigens, das kann ich auch noch erwähnen, genauso wie Arrays nullbasiert. Das heißt, diese 5 Elemente sind letztendlich an den Stellen 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, und wenn wir jetzt schon beim Einfügen in Collections sind, gibt es natürlich auch das Gegenteil. Das heißt, es gibt einen Remove. Wir könnten beispielsweise jetzt diese 22 entfernen. Die ist ja jetzt zurzeit an Stelle 2, weil wir ja an Stelle 1 die 5 eingeschoben haben. Das heißt, wenn ich den Remove Add aufrufe, wird eben an Index 2 ist dann eben diese 22 hier rausgenommen. Genauso gut kann ich aber auch sagen, ich möchte hier bei Remove jetzt direkt angeben, welches Element aus der Collection entfernt werden soll. Also beispielsweise kann ich hier die 37 entfernen und jetzt wird es interessant. Was passiert denn jetzt, wenn ich hier eigentlich die 5 entferne? Weil die ist ja zweimal drin. Dann gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten, wie man sich das vorstellen kann. Also wir machen das mal so, damit wir noch sehen, wie das Ganze aussieht. Nee, das bringt uns auch nicht viel, sehe ich gerade. Wir machen mal diesen Remove Add erst danach. Es ist tatsächlich so, dass eben diese, dass beim Remove das erste Aufkommen dieser 5 gesucht wird und die wird dann eben entfernt. Schauen wir uns das nochmal an, wie das aussieht. Also wenn wir bis zu dieser Stelle laufen, sehen wir eben, vielleicht hätte ich noch einen Console-Write-Line danach machen müssen. Das mache ich nochmal kurz, damit man das besser sieht. Die einzelnen Vorschleifen. So, und wenn wir nochmal bis zu dieser Stelle gehen, dann sehen wir hier jetzt eben, dass wir hier die 5 einmal an Stelle 1 und einmal an Stelle 3 haben. Und wenn wir jetzt eben hier die 37 und die 5 entfernen und danach nochmal diese For-Each-Schleife ausführen, dann sehen wir, dass eben tatsächlich nur das erste Auftreten dieser 5 entfernt wurde. Also im Prinzip die hier oben wurde entfernt und die zweite 5, die aber noch drin war, die bleibt bestehen. Das heißt, dieser Remove, der sorgt letztendlich dafür, dass das erste Objekt, das erste Element gesucht wird, das genau diesem Teil hier eben entspricht.
Und das wird dann eben aus der Collection rausgenommen. Ja, hier haben wir auch nochmal das im Skript zu sehen. Eben mit Add, Insert, Remove und Remove Add kann man Collections befüllen oder Elemente aus ihnen hinausnehmen. Und hier gibt es nochmal die wichtigsten Klassen, Entschuldigung, die wichtigsten Mitglieder auf der Klasse List of T. Die schauen wir uns nochmal an. Wir haben die Add-Methode gesehen, die fügt eben was hinzu. Es gibt eine Eigenschaft namens Capacity, die gibt an, wie groß der Array, den die List of T intern verwendet, eben ist. Ja, also List of T kapselt intern auch bloß ein Array, den kriegen wir als Nutzer der Liste aber nie zu Gesicht. Das ist eben Datenhoheit und Information Hiding der Kapselung nochmal zu Gesicht. Aber über diese Capacity können wir sehen, wie groß der interne Array ist, in dem eben die Elemente der Liste abgelegt werden. Mit Clear können wir die komplette Liste leeren, das heißt, sie enthält danach keine Elemente mehr. Mit Contains können wir überprüfen, ob ein gewisses Element in der Liste enthalten ist, mindestens einmal eben. Das geht genauso vor wie Remove. Das heißt, sobald wir das Element einmal finden, dann sind wir sozusagen hier in dem Fall, dass Contains True zurückgibt. Count haben wir auch gesehen, das gibt eben die Anzahl der Elemente, die sich tatsächlich in der Collection befinden, wieder mit zurück. Mit Insert kann man eben an einer bestimmten Stelle ein Element einfügen, das haben wir auch gesehen. Index of funktioniert so ähnlich wie Contains, allerdings gibt eben diese Funktion den Index eines bestimmten Elements in der Collection zurück, natürlich sobald er das Element zum ersten Mal gefunden hat. Dann haben wir eben auch gesehen, dass wir den Index-Operator genauso einsetzen können wie bei Arrays. Das bezeichnet man üblicherweise als Item. Ja, das ist einfach, hier im Beispiel sieht man es jetzt, glaube ich, nicht. Aber das ist hier diese Möglichkeit, dass wir eben mit dieser Index-Schreibweise direkt auf die Listenelemente zugreifen können. Das bezeichnen wir dann eben als Item. Remove und Remove Add haben wir uns angesehen und dann kommen eben noch zwei wichtige Elemente. Das ist Reverse und Sort. Mit diesen Methoden kann man die Elemente in der Liste sortieren bzw. einfach deren Reihenfolge umdrehen. Machen wir das doch mal und nehmen einfach diese ganzen Remove-Statements hier weg. Was wir dann machen können, ist einfach meine Zahlen.sort aufrufen. Dann werden hier eben standardmäßig nach den Vorgaben für Integer diese Werte aufstellen sortiert. Und wenn wir das Ganze nochmal machen, ich weiß, ich kopiere einfach Code und das ist überhaupt nicht sauber, aber für unsere Zwecke reicht es mal schnell. Ich kann hier eben Reverse nochmal machen. Dann heißt das, dass wir hier die komplette Reihenfolge der Elemente in der Collection umdrehen. Und wenn wir das haben, können wir eben jetzt sagen, wenn wir das ausführen, dann haben wir eben jetzt hier die 5, 5, 22, 37, 47, das ist eben aufsteigend sortiert. Und wir haben hier das Ganze eben rückwärts in der genau anderen Reihenfolge. Und deswegen ist es auch sehr, sehr praktisch. Man muss nämlich keine eigenen Sortieralgorithmen mehr implementieren. Man kann standardmäßig erstmal den nehmen, den die Klasse Sort bereitstellt. Also nochmal zur Zusammenfassung. List of T löst eben jetzt diese ganzen Probleme, die wir bei den Arrays hatten. Also wir können beliebig viele Elemente zu einer Liste hinzufügen. Wenn der interne Array der Liste zu klein wird, dann wird er einfach durch einen größeren Array ausgetauscht und die Elemente vom alten Array in den neuen kopiert. Und dann ist eben sozusagen wieder die Kapazität da, um neue Elemente aufzunehmen. Und Listen kennen eben nicht nur die Kapazität, sondern vor allen Dingen,
auch, wie viele Elemente tatsächlich enthalten sind, und das ist eben mit der Eigenschaft Count ablesbar. Und wenn wir eben Elemente aus der Liste entfernen, dann entstehen da keine leeren Stellen. Also genau das, was wir vorhin als Mangel bei den Arrays mit angesprochen haben. So, und dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Wo bleiben denn jetzt die Generics? Irgendwie haben wir uns bloß mit List of T beschäftigt. Der Generic ist genau das hier, das, was ich hier markiert habe. Diese Spitzenklammern, wo wir eben den Typen angeben, indem den jetzt quasi diese Liste verwalten kann. Was hier jetzt beispielsweise nicht funktioniert, ist, dass ich sage, ich möchte hierzu bitte eben einen String hinzufügen. Ja, wir sehen, hier schmeißt der Compiler einen Fehler, eben weil diese Liste Int-Werte verwaltet. Wenn ich eine andere Liste für Strings haben möchte, eben List of String, meine Strings, meine Strings, .add, dann kann ich hier tatsächlich andere Sachen hinzufügen. Was hier aber natürlich wiederum nicht geht, ist, dass ich hier Integerwerte hinzufüge. Auch hier wirft der Compiler einen Fehler. Ja, also wir können über diesen Generic hier angeben können, welchen Typ die Liste verwaltet. Und dann wird man sich fragen, wieso denn jetzt Generic? Und wenn wir uns diese Typdefinition von List of T mal genauer ansehen, dann sehen wir auch, hier steht weder was von Int noch von String, sondern hier steht ein so komisches T. Und was es mit diesem T auf sich hat, mit diesem Generic, und warum er sinnvoll ist, das werden wir uns in den nächsten Videos herleiten, indem wir eben eine Klasse Stack of T, die ebenfalls eine Collection darstellt, aber eben eine wesentlich einfache Funktionalität hat, die werden wir uns mal selber Schritt für Schritt herleiten und schauen, wie das Ganze eben, oder warum Generics sinnvoll sind. Ansonsten sage ich jetzt erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.